Auf dem Weg zum Weingut Gunderloch in Nackenheim. Wir fahren entlang des berühmten Roten Hangs, die Heimat vieler Spitzenlagen. Das Weingut Gunderloch hat ausschließlich hier Weinberge. Besonders stolz sind Johannes Hasselbach und seine Familie auf den Roten Berg. Eine Monopollage, die man sein ganzes Leben lang versucht zu verstehen, erklärt mir Johannes, während er mich durch das Familienweingut führt. Er selbst ein Quereinsteiger, der eigentlich gar kein Winzer werden wollte. Mit viel Feingefühl hat er das Top-Weingut in eine neue Ära geführt, mit grandiosen Weinen, die Geschichten über ihre Herkunft erzählen. Apropos Geschichte, die des Weinguts ist wirklich außergewöhnlich. Sie beginnt mit einem Banker und spielt eine tragende Rolle in Zuckmeyers Stück Der fröhliche Weinberg. Eine turbulente Zeitreise und ein wirklich sympathischer Winzer. Danke, Johannes, für die tollen Einblicke. Ich freue mich schon auf die gemeinsame Podcast-Aufzeichnung mit einem Schluck Rotenberg.